Bevor wir jetzt allerdings in Öl schwimmen können, müssen wir erstmal den Suki herbekommen. Das ganze Öl weg und die ganzen Fässer hierher und. Genau, Lasertürme herbringen. Das heißt, wir rutschen mal auf den. Wir rutschen mal auf den Schienen zurück zur Hauptbasis. Können derweil mal gucken, ob hier irgendwie sich was wieder angesiedelt hat. Die sind sehr bedrohlich nah dran. Ich mach die Basis da mal kurz weg. So, bisschen Platz machen hier. So, das war's schon. Muss ja nicht sein, dass direkt neben den Schienen eine Basis stehen bleibt, die nach und nach größer werden könnte, ne? Zumal ihr ja auf der Minimap sehen könnt, unsere kleine Öl-2-Basis, die hat schon so einen Smogkreis um sich rum. Kein sehr groß und auch kein sehr starken. Aber es ist einer da. Ich kann es nicht lassen. Du. Eigentlich wollte ich nur die Spawner hier oben töten. Genau wie da. Ja, sind ein paar mehr. Wow, sind ein paar mehr. Das war die Basis, die ich eigentlich erstmal in Ruhe lassen wollte, glaube ich. Jo. Oh. Okay. Oh. Das war ein wenig zu knapp. So, komm her, Viecher. Klappt alles, okay. Wir haben die auch schon mal ein bisschen zurechtgestutzt. Also eine kleine Basis, die uns irgendwann mal Probleme hätte machen können, ist weg. Und die andere, die uns auf jeden Fall Probleme gemacht hätte, ist ein wenig zurechtgestutzt. Und beim nächsten Besuch werden nicht ganz so viele Viecher auf uns warten. Sollte sie einen Ticken näher rankommen lassen, dann treffen mehr Projektile. So. Und schwenk links, schwenk rechts, damit jeder was abbekommt. So. Oh, und Rocket Defense. Die Forschung ist fast fertig. Sehr schön. Dafür, dass das jetzt 1000 von allen Forschungspacks gebraucht hat, war das echt gut machbar. Aber hatte ich mir ja schon fast gedacht. Deswegen meinte ich ja auch vor einigen Folgen, das wird jetzt 5-6 Folgen dauern und dann ist gut. Also ja, das ist unser Smog von unserer Basis. Nicht so wirklich zu vergleichen mit Öl 2. Und jetzt müssen wir warten, bis der Zug kommt. Der Zug ist gerade da. Ich hoffe mal, der kommt jetzt erstmal nach Hause. Ich stelle mich mal dezent in die Nähe von einem Ruheport, um den Robotern zu sagen, ich hätte gerne Zeug. Ganz, ganz viel Zeug. Ups. Genau, gehen wir reparieren. Das war die falsche Taste. Ich wollte Inventar aufmachen. Ölfässer können hier noch rein. So. Jeder, der braucht, nimmt sich das bitte. Kann weg. Obwohl, warte mal, die Kohle hätte ich ganz gerne dabei, falls wir wieder Treibstoff brauchen. Dafür haben wir keine Abnehmer. Und da kommt Muni schon mal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich brauche Lasertürme, dafür brauche ich Batterien. Für die Batterien brauche ich wieder Öl und das wird wieder nichts. Das sehe ich jetzt schon kommen. Holz kann er noch rein. So, du. Oh, Rocket Defense ist fertig. Du. Ja, auf zu arbeiten. Und pack Öl zweimal mit dazu, nachdem du nicht da. Öl 2, Home, Öl 1. Macht das Sinn? Öl 2, Home, Öl 1. Und dann? Wo willst du hin nach Öl 1? Karte zu. Öl 1, dann Erz 1, Erz 2. Erz 1, Erz 2, dann musst du home. Warte mal, resume. Erz 1, Erz 2, hier muss jetzt nochmal
Nicht Öl zweimal. Ich muss nochmal Home dazwischen. Ja, also. Reihenfolge ist, er fährt zu Hause los, er fährt zu Öl 1. Öl 1. Dann fährt er hier rum, Erz 1, Erz 2, fährt nach Hause. Von zu Hause fährt er nach Öl 2. Von Öl 2 wieder nach Hause und fängt dann wieder an. Okay. Also machst so ein schönes Unendlichkeitszeichen, bisschen komisch. Das klingt soweit gut. Dann fahr doch jetzt dann bitte. Hier sind aber leere Fässer drin. Auch mit einem Grund, warum der immer schön nach Hause gehen soll. Hier müssen 200 Fässer rein. Aber ja, mit einem Grund, warum er immer schön nach Hause muss, um leere Fässer zu bekommen. Weil er muss ja sowohl bei Öl 1 als auch bei Öl 2 Fässer abliefern. Also steigen wir mal kurz ein. Und du fährst jetzt bitte zu Öl 2. In 30 Sekunden. Und wir haben bei weitem nicht genug Sachen mitbekommen, die wir eigentlich bräuchten. Aber das ist nicht so wichtig. Viel, viel wichtiger ist erstmal, dass Öl in der Heimatbasis ankommt. Haben wir blaue Ärmchen? Nö. Wir haben grüne Ärmchen. Bauen wir mal ein paar blaue hierfür. Da landen sie auch. Sehr gut. Normale Ärmchen können wir ruhig auch noch bauen. Schienen brauchen wir keine mehr und es geht los. Kisten werden wir brauchen. Ganz normale Kisten. Aber wir haben nicht genug Eisenplatten für normale Kisten. Wir können Stahlkisten bauen. Das ist ein bisschen Verschwendung. Aber na gut. Achso, wir können ja ein bisschen Jiha. Bäume töten. Ah, hier sind Bäume. Nicht so wirklich notwendig. Aber die stören meistens. So, jetzt halt bitte da an und fahr nicht weiter. Okay. So, du wirst befüllt mit Öl. Du wirst entfüllt. Hier. Mit leeren Fässern. Die leeren Fässer kommen Kisten. Wir brauchen Kisten. Warum willst du von da oben was rausholen? Das ist ja komisch. Okay, das schaffen die vier Ärmchen hier schon alleine. Die da oben sind doof. Stopp! Öl 2? Was? Einsteigen, geradeaus fahren. Wie stand das Ding? So ungefähr, ne? Ja, die Arme sind mir so krüppelig. Okay, und bleib bitte genau so stehen. Kann ich doch sonst nicht arbeiten. Okay, hier können jetzt normale Ärmchen hin. So, so, so. Die legen die leeren fest. Ah. Gott verdammt. Ich dachte, ich wurde gerade elektroschockt, weil ich mich falsch bewegt habe. Fiesen Akkus. So, also, ihr nehmt die leeren Fässer. Legt sie aufs Fließ. Das ist nicht gut. Hier müssen jetzt wieder schlaue Ärmchen hin. Schlau, 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 schlau. Stahlkiste. So, und ihr nehmt bitte nur volle Fässer. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Okay, hier leere Fässer wieder raus. Hier leere Fässer wieder rein. Das ist soweit okay, ja. Und hier nee. Du musst noch leere Fässer nehmen. Und du tust die leeren Fässer da rein. Und du tust die vollen Fässer dahin. Also die linke Seite vom Fließband ist für die leeren Fässer, die rechte Seite vom Fließband ist für die vollen Fässer. Und es dürften auch nur die angefasst werden sollen. Warum befüllt da jemand Ölfässer? Was passiert da? Tust du die gerade da drüben hin? Ja, tust du. Das ganze Ding muss ein Feld nach hinten. Klick.
Also dahin. Du bist jetzt Öl 2 und nicht Jimmy Gossens. Zwischen Öl... Home, Öl 2, Home, Öl 1, Erz 1, Erz 2, Home. Gut. Fahr mal bitte zurück. Ja, okay. Nochmal zurück. Stopp. Und jetzt fahr bitte nach Öl 1. Warum fährst du weg? Ich bin schneller als du. Geil. Oh. Stopp. Stopp. Go to Station. Ach so. Ja, ich habe das Falsche gedrückt. Öl 2, go to Station. Jetzt. Go to... Ach so, man muss einmal go to Station drücken, dann... Ja, gut. Okay. Ich krieg das langsam hin mit den Bahnen. Keine Sorge. Kannst du langsam vom Gas gehen, wir sind gleich da, sonst crasht du irgendwo gegen. So, stopp. Die Dinger sehen jetzt alle total komisch aus. Ah, du... Versuchst da was zu machen? Nee. Ich nehme die jetzt alle weg und ich baue das nochmal auf. Und zwar nicht mit komischen Sechserpacks, sondern nur mit 3, 4 Ärmchen. Damit die nicht irgendwie übergreifender arbeiten. Das ist doof. Also hier soll kein Rohöl rein. So. Hier kommt Öl rein. Das heißt, wir nehmen von hier mit klugen Ärmchen mit 3 Stück. Die werden reichen. Da... 1, 2, 3. Hier können jetzt normale Ärmchen hin, aber ruhig schnelle. 1, 2, 3. So, du nimmst bitte Ölfässer. Shift rechts, Shift links, Shift links. Und ihr tut nur da Ölfässer rein. Gut. Da staut sie das ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Hier. Hier hättet ihr gerne von hier 1, 2, 3. Dann hier wieder die schnellen. Achso, warte andersrum, ne? Hier nimmst du bitte. Ne, es müssen auch intelligenter sein. Ihr nehmt hier bitte die leeren Fässer raus. Leere Fässer. So, Shift rechts, Shift links, Shift links. Und tut die hier auf das Fließband. So, das heißt, leere Fässer landen hier auf der von oben aus gesehen linken Seite. Und werden hier weitergebracht. Von der rechten werden die abgeholt und dahin getan. Und das war's jetzt eigentlich schon. Also wir könnten nochmal hinten das Ding ebenfalls füllen. Aber ich denke, wir werden niemals so viele... Wir kriegen das niemals alles voll mit einer Tour. Also, das ist schon okay. So, das läuft jetzt alles. Läuft alles. Gut. Du... Fahr nach Hause. Geh. Home. Run Train. Und dann gucken wir doch mal. Während wir jetzt warten, dass der Zug einmal zurückkommt, was locker 3-4 Minuten dauern dürfte, bauen wir hier weiter Mauern. Zerhackstücken die Umwelt. Und bauen 2 Lasertürme auf. Das ist so peinlich. Okay, ein Abstand von dem Ding. Da. Ein Abstand von dem Ding. Britzel, britzel. Was macht das Strom eigentlich? Ist okay. Ist nicht so die Welt, aber ist okay. Bauen wir mehr Akkus hier hin. So. Hier haben wir auch noch Platz. Komm, mehr Akkus. So. Und theoretisch auch mehr Solarzellen, aber ich habe nicht mehr... Ah, doch, hier. Da. So. Sehr schön. Okay, ein Laserturm vielleicht noch? Nö, keine Batterien. Achso, leere Fässer könnte ich auch noch...
da ich ja welche dabei habe, alle mal hier reinschmeißen. Volle Ölfässer könnte ich da reinschmeißen. Staut sich schön. Wir werden noch mehr Ölfässer herstellen müssen. Weil wir haben jetzt noch einen Punkt, wo sich... Oh oh. Strom gleich alle. Wir haben jetzt noch einen Punkt, wo sich leere Ölfässer stauen, nämlich hier. Das heißt... Da, bau Ölfässer. Lalalalalalalala. So, die rattern mal durch. Licht. Wir haben gar kein Licht hier. Da. Einfach überall Lampen hin. Und es wird Tag. Ich habe so viele Lampen gesetzt, dass es Tag wurde. Okay, Bahn ist immer noch nicht da. Also, ein Abstand, dann kommt der Turm und dann 1, 2. Ein Abstand, dann kommt der Turm, dann 2. Hier müsste die Mauer lang gehen.